wollen Gas. Zocker mit Herz und die volle Dröhnung ab jetzt. Moin und herzlich willkommen, hier ist Phil, euer Zocker mit Herz. Wir spielen weiter Uncharted Drake Schicksal. Wir wollen jetzt in das deutsche U-Boot. Und wurde gesagt, dass es ein deutsches ist. Ist auch egal, auf jeden Fall in ein U-Boot. Ich würde da, obwohl, es sieht eigentlich, nee, es hängt in der Luft da hinten. Gut, ich wollte gerade sagen, es hängt, liegt auf dem Stein. Ich würde da auf jeden Fall nicht so ohne weiteres reingehen. Weil, ja, es kann auf einmal immer sich irgendwas lösen und du stürzt in die Tiefe oder säufst ab. Hier nicht? Ne? Dann geht mal ins Wasser. Kann ich auch schneller schwimmen? Ist hier nur schon eine Strömung oder warum komme ich hier nicht vorwärts? Ja. Als müsstest du über die Klippen klettern, um ins U-Boot zu kommen. Jo. Ja. So. Macht mir aber richtig Spaß, also deswegen ist es immer noch die gleiche Session. Ich habe auch noch Zeit ein bisschen. Ja, ist es halt so. Kann ich immer wenig intuitiv auf irgendwas reagieren oder so, wenn jemand einen Kommentar schreibt oder so. Aber es macht mal gerade so Laune. Und ich muss mir noch irgendwas einfallen lassen. Ich muss auf jeden Fall mehr nach dem gehen, wonach ich auf jeden Fall... Ah, ich kann hochgehen. Oder? Ja. Worauf ich richtig Bock habe, gerade aktuell, dadurch nicht andere Sachen abbrechen oder komplett schleifen lassen, aber ein bisschen mehr nach dem gehen, was ich hundertprozentig will. Und das war gerade Uncharted. Goldener Tyrona-Anhänger, aber... Kann man auch sein Ass? Hier ist sein Ass, Alter. So. Hey, pass da oben auf! Da geht's tief runter! Really? Nico? So. Dann presse ich mal da ran, oder was? Wollt er nicht. Sieht so rutschig aus. Ich glaube, automatisch hält er sich nicht fest. Das muss ich machen. Oh nein! Ich hoffe, wir müssen nicht von... Oh, gut, von hier. Was mach ich? Zu früh, fast schon wieder zu früh, Alter. Weil ich zu viel Kotze hier, sei schon viel, zu viel Spucke eingezogen habe, gerade in die falsche Röhre. So sollte man den, glaube ich, nicht gehen, aber... Jetzt wüsste ich gerne, ob er sich da alleine festhält. Ich drücke immer X noch. Was macht er? Mashallah! Oh Gott! Nate, von dort kannst du dich wohl direkt ins U-Boot fallen lassen. Ja, mit, er hält sich alleine fast. Gut. Sieht schon geil aus trotzdem. Also... Man kann verhältnismäßig weit in die Tiefe gucken. Sehr witzig. Man kann verhältnismäßig weit in die Tiefe gucken. Mit der Sonne und den Pipis und so. Ich finde das schon cool. Und ja, es gibt tausendmal bessere grafische und so weiter. Alte Spiele, aber... Okay, bin drin. Was siehst du? Die Jungs wurden übel zugerichtet. Hier ist überall Blut. Und Suppe. Was?
Ich gehe sogar richtig. Eigentlich wollte ich, anscheinend, ich wollte eigentlich den anderen Weg gehen, damit man nichts liegen lässt, wisst ihr? Wie denn hier, mein leicht verwester Freund? Trinken habe ich ja nicht mehr. Das ist fast alle, ne? Ja. Ja, jetzt wo ich... Komm, fick dich. Ich glaube, die Spur ist wieder heiß geworden. Wie das? Tja, hier liegt ein Typ mit jeder Menge spanischer Münzen. Aber die Prägung darauf habe ich noch nie gesehen. Du machst Witze. Anscheinend wussten die Jungs mehr als wir. Schön für dich, manchmal lustig. Gut, aber ich wüsste mich nicht, wie ich mich anhöre, so was Schweres, Altes, Verrostetes oder halb Verrostetes aufzukriegen. Aber ja. Ist halt nur lustig, weil es auch oft das Gleiche ist. Aber gut, wir stöhnen, glaube ich, auch nicht immer unterschiedlich, ne? Außer vielleicht beim Sex. So. Gemütlich. Und hier mit denen, auch wenn das auch wahrscheinlich mehr Video ist als alles andere, aber eben habt ihr da oder jetzt hier, die, weil es ein bisschen verwaschen ist, trotzdem die Partikel und so, wisst ihr? Das ist schon ganz cool. Licht reinkommt. Bin jetzt in der Kajüte. Weißt du was? Der Captain auch. Was soll das denn heißen? Er ist ermordet worden. Oder besser gesagt zerfetzt. Was für ein Abgang. Klingt furchtbar. Durchsuche ihn. Wie einfühlsam, Sully. Wo kommt denn da Licht rein? Also muss ja schon ein Riss im U-Boot sein. Ansonsten haben die eigentlich keine Lichtquellen. Nur vielleicht ein, zwei kleine Bullaugen. Warte mal. Das gibt's doch nicht. Was gefunden, Kleiner? UK-2642. UK. UK. UK-2642. Bingo. Alles klar bei dir? Sully, das wirst du nicht glauben. Lass hören. Ich glaube, ich habe die fehlende Seite. Nicht im Ernst. Anscheinend haben Drake und die Deutschen den gleichen Schatz gesucht. Hier ist die Karte, die uns genau ans Ziel führt. Ein deutsches U-Boot. Nicht. Wir dürfen nicht wieder falsch liegen. Diesmal muss was rausspringen, sonst... Sonst was? Sully? Bist du da? Klingt nicht Sullivan. Gut. Sullivan! Das klingt nicht gut. Ich würde nochmal die Leiche durchsuchen, du. Ob du da noch einen Dala drin findest. Tot. Tot. Oh oh. Ein Mörser. Das ist wohl nicht gut. Vor allem, wenn er aufhört, nicht. Wenn er aufhört zu drehen, also bei Kontakt, glaube ich. Und wenn er aufhört zu drehen hinten. Durch was auch immer für eine Einwirkung. Geht da hoch. Nicht Mörser, Torpedo, oder? Mörser. Mörser ist von oben aus dem Bomber rausgeworfen wird oder so. Deine Freunde, Sully? Gabriel Roman. Ich weiß genau, wer du bist, Dreckskerl. Wo bleiben die Manieren? Wir sind geschäftlich hier. Los, darüber. Langsam. Hoch mit den Händen. Ja, schon gut. Ihr Freund schuldet mir viel Geld, Mr. Gray. Sehr viel Geld. Und als er mir sagte, dass sie zwei etwas gefunden hätten, den Fund ihres Lebens, sagte er, war ich fasziniert.
Aber große Töne hat er schon früher gespuckt, nicht wahr, Victor? Es ist immer das Gleiche. Immer dasselbe Geschwätz. Mann, redet er immer so viel? Nicht so heftig, Navarro. Tja. Ich fürchte, wir müssen jetzt leider gehen. Es sei denn, Sie hätten etwas dort drin gefunden, Mr. Drake, das uns für die Unannehmlichkeiten entschädigt. Er verarscht dich, Nate. Sie wissen alles. Gib ihm die Karte. Langsam. Was hat die Kriegsmarine mit Eldorado zu tun? Meinst du, das wäre ein Zufall? Die Deutschen haben auch den Schatz gesucht. Damit hat diese Karte zu tun. Sind wir quitt? Vorerst. Nur für den Fall, dass sie vergesslich sind. Hey, langsam. Lassen Sie. Hey, hackt ihr nicht immer erstmal einen Finger ab oder so? Das hat keinen Stil. Nein, das hier wird ihm mehr wehtun. Wow, wow, wow. Kommen Sie, Roman. Er hat nichts damit zu tun. Sully! Sully! Also Dreckskerl! Das war der Torpedo. Wo springt er denn hin, Alter? Das auf... Ja, das ist jetzt schon kacke, aber wo er hingesprungen ist. Das auf schwer oder noch höher ist kacke, Alter. Das ist kacke. Muss ich die matchen, oder was? Ich sehe ihn. Brauchst du mir nicht immer zu anzeigen? Ich mach das doch. Wenn du mir das nochmal anzeigst, mach ich das weg. Langsam, Cowboy. Das ist fürs Abhauen am Dock. Was zum Teufel machen Sie hier? Denken Sie, ich wäre zu blöd, um zwei bekloppten Grabräubern zu folgen? Er ist hier lang. Ich funke voraus. Es gibt nur noch einen Grabräuber. Sully ist tot. Was? Ja, und wir auch, wenn wir nicht hier verschwinden. Oh Gott, tut mir leid. Bitte sagen Sie, dass Sie eine Waffe haben. Ja, natürlich. Oh, danke. Na gut, dann los. Hat sie die nicht vorhin zurückgegeben? Aber wir sind ja dankbar, dass wir jetzt eine Waffe haben. Ich sehe ihn! Vorsicht! Oh, wie er wegfliegt, Alter. Ich habe hier eine Desert Eagle, Kappa. Kappa Wappa. Woher hat sie die Waffen, Alter? Immer schießt jemand auf dich. Die schießen auf uns beide, oder? Oh, hier eine AK-47. Nice. Gut, gut. Ich sehe ihn. Mir ist das irgendwie zu schwammig noch. Ich hab das noch nicht umgestellt. LOL! Geht nicht hinter die Deckung jetzt! Wie offen hat er sich gerade hingestellt? Schieß mich ab! Ah, ist ein Schatz. Was war da ein Schatz? Was? Goldener Inker-Pokal, ja, Alter, mashallah. Toll. Das ist nicht für die Distanz gemacht, Alter. Okay. Ja. Zusammenbleiben. Er ist da drüben. Gut. Warten wir mal auf sie. Na komm, Elena.
Elena. Was zum Teufel ist das hier überhaupt? Lange Geschichte. Später. Gut, dass er sich festhält. Hallo, er droppt sich hier mal zu selber runter. So. Da drüben sind sie! Besser. Ich glaube, man muss immer noch ein bisschen schneller, aber das ist passiger. Kann ich auf jeden Fall schneller bei auf ihn drauf sein, definitiv. Langweilig wird's nie, was? Bleiben Sie in Deckung. Die Typen meinen es ernst. Ja, war hier nicht die Leiter oder war die auf der anderen Seite? Auf der anderen Seite anscheinend. Oder auch nicht? Lul. Hä? Ja, ihr dürft nicht vergessen, wir spielen auf normal. Wenn das schon ein höher wäre, wäre das schon echt kacke. Das geht auf jeden Fall besser, das Zielen schon. Wären wir auf jeden Fall schon tausendmal tot. Aber ja, wir wollen ja auch Progress haben und ein bisschen Spaß haben. Ne? Das geht jetzt einfach nur um das geile Spiel und nicht um, oh, das muss Bock schwer sein. War hier doch noch irgendwo. So. Ja. Bleiben Sie bei mir. Wenn ich sie immer mit der Zeit angehalten kriege, ne, dann geht es halt auch mal länger. Ihr kennt das ja von den anderen Folgen. Wie der hier geschluckt hat, Alter. Der andere auch, Alter. Und das auf normal, Alter. Ihr könnt euch die hohen Schwierigkeiten gerade echt... Die haben mich echt manchmal zur Verzweiflung gebracht. Und jetzt sterbe ich wieder. Hier drüben, glaube ich. Oh. Ja, hier lang. Oder hier lang? Ach da. Ja. Ich würde sagen, wie es hier weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet wieder sehr viel Spaß. Trauern erstmal eine Runde um Sully. Eine Schweigeminute. Eine Schweigesekunde.
Und wenn ich es noch nicht getan habe, lasst ein kostenloses Abo da, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen, wie es hier weitergeht. Und dann würde ich sagen, ich bin raus und bis dann. Zuckerman Herz, ich bin für euch da. Zuckerman Herz, keep your head up. Zuckerman Herz, and may the force be with ya. Always.